Hi. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Code Vein. Ihr habt gerade noch ein Nein gehört, sie ist also eigentlich noch nicht so weit. Ist egal, was schon, hi. So, und wir haben heute dann vermutlich die letzte Folge. Und nicht viel Zeit, daher gleich First Try, Weltenboss, kein genau, Problem. Genau, ich sehe auch scheiße aus, ich habe nämlich keine Zeit, mich frisch zu machen, ich bin erst aufgestanden. Sieht aus wie frisch ausgekackt, aber es ist halt so. So, dann sind wir jetzt schon weg. Der sah aber noch anders aus, als er diese Mannequin gejagt hat. Ja. Oh je. Er hat sich leicht wieder gefangen, aber sieht trotzdem ziemlich böse aus. Der Schädelkönig. Auf geht's. Au. Au. Na komm, ich bin was tot. Wechsel. Du kannst nichts, Schädelkönig. Au! Du kannst nichts. Du stinkst nach Maggi! Du kannst immer noch nichts. Au. Nach unserem letzten Regenerationsfaktor kann man sich so schön heilen. Irgendwie, Digga, wenn ich jetzt wieder was. Ey, wie er mich halt trifft, obwohl ich hinter ihm stehe. Ich hasse sowas. Der Boden ist schwer, deine Hand. Oh oh. Next Phase. Ach so, ja natürlich triffst du mich. Ich stand ja nur hinter dir. Du kannst immer noch nix und riechst immer noch nach Maggi. Oh shit. Ah, das war ja ein lächerlicher. Oh. Wow. Kannst immer noch nichts, riechst immer noch nach Magie. Aua. Aua. Alter. Ey, ja. So fühlt sich das an, wenn man Schaden macht, du Knecht, ja. Kommt schon. Komm schon. Ja, du willst sie fokussen? Sehr gut machst du das. Hier. Bam. Komm drauf, 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 drauf. Nee. So, wieder kurz Psycho. Io in Ruhe. Ach Mensch. Ach no, Io. Io's down. Warte, warte. Ich kann sie retten. Nein. Nee, kann ich rette nicht. Rette dich selber. Nein. Oh Gott, ich wurde noch... Oh, oh Mann. Ich hätte den locker First Try gemacht, wenn Io nicht gestorben wäre. Ach, Io ist schuld, ja. Ich will gar nicht. Und sind wohl meine HP gerade vom Heilen abgezogen, aber Io wurde nicht wiederbelebt, weil ich dann doch nicht mehr genug HP hatte. Mimimimi. Mimimi. Also jetzt gucke ich da hoch. Mimimi. Also, ich bin hier gerade am Umbauen. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund sieht. Nein, ich mache mich so breit, dass man es nicht sieht. Kein Problem. Okay, aber der ist nicht schwer. Wobei, da wird noch eine zweite Phase haben. Ich tue jetzt nur mal kurz so, als würde ich auch was machen und dann. Auf. Gut, nicht nur so, sie rasiert ihn jetzt nein, weg. Das stimmt. Warte nicht, komm her hier. Nee, Spike, jetzt nicht. Nee, jetzt nicht. Stay focused. Spike, komm. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Blutseelen? Ja, die Blutseelen. Also ein bisschen Blutechos und ein bisschen Seelen aus Dark Souls. So eine Mischung aus Bloodborne und Dark Souls, ja? Genau. Die Blutseelen.
wieder mal nach Hause. Ciao. Nein, 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 nein. Nicht, wenn ich heile, du Fatzke. Heil doch. Versuch's. Na jetzt. Wenn er dich nicht angreift, dann willst du dich nicht heilen. Nur wenn er dich nein, angreift. Genau. Wenn ich das möchte. Nein. 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 Nein, 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 ist weg. Wow, 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 wow. Shit. Alter Pette, auch so vibrieren. Ich dreht ja gerade voll durch. Na, aus. Nein! Ich schwöre, ich kann hier nicht mehr. Shit. Shit. Ja, Jack, du mal wieder irgendwas. Please. Du machst das fast genauso gut wie ich. Aber ich hab kein Healing mehr. Ich hatte noch Healing, aber kein Leben mehr. Oh, ist ein Ball gleichzeitig gestorben. Ein Double KO. Oh, shit. Okay, der Wirbel haut rein. Ah. Oh, hat's doch gut gemacht. Ich dachte, du machst jetzt First Try. Nein. Was wäre das für eine Demütigung für mich gewesen? Deswegen hat sie es nicht gemacht. Genau. Genau. Und wenn sie den Boss einfach First Try legt, den ich nicht im First Try geschafft habe. Wirst du. Falsche Sache. Jetzt Partner wechseln. Hab ich nicht Partner gewechselt? Nein. Ah, okay. Bin schon wach, kein Problem. Ich hau dich jetzt weg, du kleiner Keck. Und ich bin laut. Irgendwie ist mein Audio-Interface schon wieder komisch. Ja, einmal umgebaut und schon funktioniert nichts mehr. Wenn ich es komplett runterdrehe. Du hast es nicht mitgenommen, weil du das wolltest. Wollte ich nicht, nein. Okay. Ich konzentriere mich jetzt nicht so drauf, die 3000 einzusammeln. 3500? Na komm her. Kann ich wollen, warum nicht? Noch nicht vorbei. Doch. Ich hätte mich auch gewundert. Ein Lappen. Was ist das? Ach, ja, der von hinten. Okay.
Silver has lost control of the relic. What's wrong? Silver is pulling in the relics. Also zwei, hey. Yay. Was passiert jetzt? Jetzt kommt der Bossfight. Ah. Oh, er denkt sich richtig. Jetzt sieht das aus, wie er aussah. Nein. Hey, noch ein bisschen cooler. Kriegt immer mehr Köpfe. Gegen die erste Phase muss man, glaube ich, nicht mehr kämpfen, weil man wird jetzt nicht jedes Mal das Schwert kriegen, was wir eben bekommen haben. Hübsch. No, I refuse to. Du redest. Ist das kaputt? I swear, I will stop this. Wir reden. Was ist passiert? Wir reden! Was ist passiert? Wir reden! Oh mein Gott! Nach 35 Stunden können wir reden! Wir haben uns doch nicht umsonst die Stimme ausgesucht. Jungfrauengeburt. Ah, lecker. Das passt jetzt schon eher zu Dark Souls. Ja. Großes Viech mit vielen Beinen, unter dem man umläuft. Oh, shit. Oh, 26 Minuten. Oh. Naja, hast du so gedacht, ne? Au. Ich bin kurz unter dich. Regel Nummer 1 bei solchen Spielen, unter dem Boss bist du sicher! Aua! Ja, ich seh schon. Oh Gott. Wie soll ich denn davon wegkommen? Nicht unter ihm stehen? Ja, das ist schwierig. Oh, ich komme wieder. Oh Gott, ich will nicht gegen den kämpfen. Ich bin doch gechart! Gerollt. Oh, das wird nicht so einfach wie gedacht. Komm schon! Jetzt müssen wir bursten, Io! Okay, warte, nochmal kurz hier. Okay, ich hab nichts mehr. Nein. Natürlich schön. Ich glaube, ich einfach stehen nix. Und hau drauf. Was geht denn jetzt ab? Ja. Lebe noch, was sagst du dazu, hä? Okay. Danke, Io. Nimm die Dinger. Io hat noch Healing. Ja, sie hat noch Cooldown. Ja. Reicht nicht. Nee. Ich will nicht gegen das Ding kämpfen. Ja, aber du hast jetzt voller HP. Ich hatte ja gerade nur noch 3 Blutdinger oder so. Ich will nicht gegen das Ding kämpfen. Oh, der Kampf ist jetzt ein bisschen nervig. Also der davor, der war halt einfach, muss man einfach sagen. Aber er war schon stimmig. Es hat sich fair angefühlt. Aber der ist jetzt so riesig, du triffst ihn manchmal nicht, weil er halt riesig ist. Wenn du unter ihm stehst, kommst du vor seiner AOE-Attack nicht weg und anders kannst du ihm keinen Schaden machen. Diese Kacke, wo er in der Luft ist, kann man scheinbar auch nicht so richtig dodgen. Zumindest naja, schwierig. Schauen wir mal. Aber naja, es ist immerhin nein, Endboss. Nein. Wollte ich nicht. Huh? Die rollt wieder. Hui, hui, hui. Aber den Hashtag Pan sitzt. Wir machen den Hashtag Mary rollt. Es funktioniert manchmal. Nein, nein, nein. Ihn anvisieren. Danke. Okay. Aber wir dies. Wie der Charakter durch die Gegend rollt. Wenn es einer von euch machen kann, wäre das super. Nein. Nein, 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 nein.
nein, nein. Mit dem Hashtag Mary rollt, bitte. Ah, shit. Ja, da musst du das timen, das wollen schon gut timen, seine Hitbox ist zu groß für alles. In den habe ich gar keine Schnitte hier. Hui! Hui! Okay, aber nach rechts ausweichen, wenn er springt, das ist doch gut zu wissen. Er hat aber nur so bedingt gebracht, weil am nächsten Schlag hat er mich dann trotzdem getroffen. Das ist erstmal unwichtig, aber der Sprung hat ihn nicht getroffen. Ich hab noch nicht einen Schaden gemacht, Jack. Du bist ein bisschen. Aua. Aber du rollst viel. Ja, ich roll viel, aber das hilft nicht. Ich hab einmal einen Hashtag Mary rollt in die Kommentare, ja? Nein. Warte euch. Ich kann nichts machen. Ich mach doch keinen Schaden ohne Ico. Ja, das meine ich. Da kommt man irgendwie nicht vorweg. Muss man sich ein bisschen entscheiden, ob man Schaden machen will. Oder rollen? Oder rollen, genau. Ich habe kein Leben mehr und er hat nicht mal die ersten 10%. Oh, jetzt hat er 10% verloren. Ja, das ist ja. Schnieke. Na, auf mir zu landen, du Vogel! Nein! Ein Achtel ist weg, du schaffst das. Am sichersten ist man halt. Also komm schon. Hat er wohl nicht in deine Richtung gehauen. Bin nicht zufrieden mit der Hitbox in diesem Kampf. Das Ding nimmt halt drei Viertel des kompletten Arena-Teils hier ein, ey. Wo soll ich denn hin? Ich hing hier gestern noch bis fast 4 Uhr am Umbauen. War vielleicht nicht so schlau. Rieste. Ja, toll. Ist schon 2/8 weg. Mit 100% meines Healings. Super. Damit kann ich jetzt noch was reißen. Was? Hat sie nicht getroffen? Jack kennt da nichts, er blockt ihn einfach. Man kann davor tatsächlich, wenn das Timing stimmt, wegrollen. Hat sie jetzt schon zweimal geschafft. Naja, Timing. Das ist genau, was ich hier tue. Aber, ich bin tot. Sorry, Jack. Ich versuche mein Bestes. Mach halt keinen Schaden. Ach, komm. 18 AP reicht. Das ist gar kein Problem. Das reicht locker. Was war das? Ich hab keine Ahnung. Spiky. Gleich wieder da. Ich bin tot. Gleich wieder da. Ich lebe noch. Oh Gott, oh, der ist schon. Oh, ich will den Scheiß. Ach, das ist wieder so eine Phase, wo du nix siehst, ey. Er zieht uns ran. Toll. Ob Jack die schon wieder belebt? Der ist doch immer noch Healing. Alter. Jetzt gar nicht mehr. Das war's. Bitteschön. Naja, aber fast die Hälfte. Ja, toll. Aber jetzt, wie lange habe ich mich abgemüht? Mindestens 10 Minuten. You what?
Bestimmt. Gefühlt eine Stunde. Ja. Auch von Jack auf Jack, ja, ist eine gute Wahl. Ja, ne? Hätte ich auch gemacht. Ich glaube, das Jack ist wesentlich besser, macht der Jack. Ja, auf jeden Fall. Das Großschwert soll ja ziemlich, ziemlich geil sein. Ja, so völlig ungepimpt, dann muss es erst aufpimpen wahrscheinlich. Oh. Oh. Das ist ziemlich geil. Hat wieder den Start. Hä? Also, da bin ich wieder drauf gekommen. Okay, sonst ziemlich. Ziemlich, nice. Muss ich mir wohl mal genauer angucken. So, du alte Kackstelze. Lass uns mal ein bisschen reden darüber, was du hier anziehst. Gucke mal. Sag mal, was ist denn los mit dir? Ich schaff das nicht. Sie weicht da aus. Ich nicht. Ich bin einfach nicht so gut wie Mary. Ich habe ihm gar keinen Schaden. Kann ich dich blocken? Nein. Ich habe ihm noch gar keinen Schaden gemacht. Ja, läuft. Ja, dir schon. Kann ich mich mal hier im Bett? Alter, du machst mich wahnsinnig. Ich treffe ihn auch gar nicht, ne? Ich treffe ihn die ganze Zeit nicht. Ja, fick dich ins... Fick dich ins Hölle. Knecht, ey. Ich geh mal kurz. Vielleicht ist hier Anvisieren nicht das Beste. Oh Mann. Und das weiß er sich nicht zu helfen, ne? Nee, Alex. Kriegt das Timing nicht hin. Ich bin doch unter ihm! Lief mal besser. So. Bin empty von Healy. Ist man hier unter ihm vielleicht sicher? Nein. War ein Versuch. So ein bisschen drauf gefasst wegzulaufen. Ich bin immer so ein bisschen drauf gefasst wegzulaufen und krieg's da nicht hin. Und Io down. Nein, Io. Okay, sehr gut. Alles ist noch da, alles noch gut. Krieg das hin. Ja, leck mich doch, ey. Es geht einfach überall hin. Leck mich doch, du Pisser. Warum macht ihn danach irgendwie keinen Schaden, wenn er vom Himmel kommt? Ich sehe nichts. Hau mal auf den coolen Skill rein. Irgendwas. Bam! Jawoll! Noch am Rumhüpfen. Don't have a lot of time. Hey, kid, can you handle this? Können wir nicht mehr reden? Wir hatten einen Satz im Spiel. Zwei. Okay. Ich mein Kleiner. Und was kommt jetzt noch?
the relics that Silva once held. The powers that you have inherited from them are now, by your will, bound to your flesh, and Vayne sleeps again for what might be called forever. Thirst creates dread. Revenants desperately fight ever larger numbers of the lost for what few blood beads they can find. But for now, please, rest peacefully. Until the time of your awakening comes once again. Don't worry. I will always be with you. You know. No. Schütze dich an unserer Hand und versteine. Jetzt müssen wir mit Blut gefüttert werden. Ja, was durch. Und Vayne. Lautstärke haut jetzt rein von Code Vayne. Ja. Außer wenn wir reden, dann geht's ein bisschen runter. Ich muss das ein bisschen leiser machen, hier auf meinen Kopfhörern. Na dann. Aber geschafft. Gut gelegt. Danke. Sehr gut. Hast du auch gut gemacht. Danke. Kann man jetzt eigentlich weiterspielen? Ja, meine, wir ich würde mich jetzt gerne mit dir unterhalten über ein Resümee über das Spiel, aber es ist sehr laut. Das ist ein bisschen laut. Das ist sehr, sehr laut. Ja, jetzt ist er gerade bling. Na dann, was sagst du? Story-technisch sehr gut. Klar, die üblichen Anime-Klischees, aber mein Gott, wenn man sich sowas anguckt, dann weiß man das. Und rechnet ja auch mit und mag es ja eigentlich irgendwie auch. Es fühlt sich okay an. Ich denke, wenn man wirklich ein bisschen dran übt, dann kriegt man das auch hin. Selbst so Bobo wie ich. Ich habe immerhin auch den ersten Boss im First Try gemacht mit meinem eigenen Spielstand. Ja. Ansonsten bin ich halt, ich glaube, vom Typ einfach gar nicht diejenige, der angesprochen wird. Und trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Bin öfter mal salzig, ja, macht nix. Und den Soundtrack finde ich super. Auch das Lied jetzt hier gerade ist wieder sehr, sehr schön. Grafisch hat es mir extrem gut gefallen. Auch sonst hat es sich nicht so oft wiederholt oder irgendwie schal angefühlt. Das ist ziemlich genauso. Die Grafik fand ich geil. Story fand ich gut. Gab's überhaupt nicht zu meckern. Es hieß auch irgendwie, was wir geguckt hatten, dass diese Story-Geschichten nervig sind irgendwann. Dass es einen gar nicht mehr interessiert. Aber mich hat's schon noch interessiert. Ich meine, so manche Nebengeschichten wie von diesem Kevin. Es ist halt wirklich, wirklich Ranch-Story. Spielt keine so große Rolle. So, wenn ich halt mal wirklich Bock auf Gameplay hatte, dachte ich mir, naja gut, juckt eigentlich keinen. Aber so wirklich nervig habe ich nichts von all dem empfunden. Zum Glück hat sie das meiste dann gespielt, storytechnisch. Oder durchzulaufen. Da fand ich diese automatische Durchlaufszenen besser. Als wenn du laufen musst, um was zu hören, aber sonst passiert da halt nichts. Naja, ich bin ein Story-Fan. Von daher hat mir das eigentlich am meisten Walking Spaß Simulatoren. Gemacht. Genau. Das fand ich auch mal interessant. Ich kann auch eine Story angucken, so ein bisschen vom Rattern. Oh, kennt man den? Woher kennt man den? Wie hat das Leben des einen den anderen dahin gebracht, wo er heute ist, quasi? Halt auch Kevin. Kevin hatte nichts mit all dem zu tun, aber...
nicht, was die Kevin gemacht hat. Also alles so gelaufen, wie es gelaufen ist. Das ist ja super interessant. Das gucken wir halt gerne an. Ich sehe gerade ein Problem. Wenn ich rede, wird die Musik leiser. Bei mir nicht. Wenn du redest, nicht. Das heißt, man hat wahrscheinlich fast kaum ein Wort von dem verstanden, was du gesagt hast. Geh, pass mal auf. Ein bisschen wenig. Ah. Ich habe mal ein bisschen leiser gemacht, dass sie die Mary auch versteht. Okay, mal kurz, ich find's gut. Also sie sagt, sie findet das Spiel gut, sie findet die Grafik gut, sie findet die Story gut und sonst ist gut. Ist gut. Kämpfen ist nicht gut, aber ich bin zu schlecht. Ich sage das so halt auch ungeübt. So. Grafik ist gut. Gameplay ist gut. Ich finde die verschiedenen Skills, verschiedenen Waffen, verschiedenen Movesets, dass man so viele Skills lernen kann und so viele Blutcodes hat. Also man hat viele Möglichkeiten, sich auszuleben, ohne dass man irgendwie zig Millionen mal umskillen muss, weil man kann alles einfach so machen. Doch, einfach mal wechseln. Also man muss nicht sagen, okay, von Anfang an, ich mache Zweihandschwert, alles andere, schade, kann ich nicht. Man kann einfach, oh, schicke Waffe gefunden, ich wechsle mal meinen Blutcode. Ja. Das komplette Set, das wäre noch ganz cool, mit Begleiter, mit Klamotte, mit Schwert, also mit Ausrüstung. Also sich halt so komplette Presets zu speichern. Genau. Und aber es wäre vielleicht auch noch ganz cool gewesen, den Begleiter anpassen zu können. Ja, hat ja auch überlegt. Aber es gab so viele Begleiter, eigentlich ist da alles gedeckt, was man haben will. Das war halt ein Charakter, der hatte halt seinen Charakter von wie ist er drauf, was kann er, was macht er. Und da wollten sie wahrscheinlich nicht, dass du jetzt eine Io als Yakumo baust oder so, ja. Oder verschiedene Klamotten anziehst, so ein bisschen. Ich meine, sie haben alle ihren eigenen Stil und daran darfst du nicht rumwerkeln, das ist an sich auch okay. Aber es wäre auch irgendwie cool gewesen, wenn man denen andere Kleidung hätte anziehen können oder andere Waffen. Bisschen verbessern einfach. Eine schickere Waffe, die Waffe vielleicht mal aufpimpen, die Klamotten aufpimpen. Na, Bea? Ich mag den Soundtrack, ich sag's ja. So, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, sind die Ladezeiten. Wenn du teilweise von so einem Mini-Areal weggeportet bist, dann erstmal eine Ladezeit von 20 Sekunden oder so war mir ein bisschen zu lang. Aber das ist eigentlich meine einzige Kritik. Hieß ja auch, dass dieser Impact von Schlägen nicht wirklich spürbar ist. Ich meine, ja, ist natürlich kein Bloodborne, wo man das richtig hart spürt. Das war jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich hau die ganze Zeit daneben. Ich fand die Entfernung ziemlich schwer abzuschätzen. Ja. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Darum habe ich ja öfter mal ins Leere gedasht. Und die Attacke war direkt so quasi vor ihm zu Ende. Also, naja. Ah, der Soundtrack ist schon geil. Ja, und wie sie sagt, der Soundtrack ist geil. Also alles in allem muss ich echt sagen, Code Vein, aus reiner Souls-Spieler-Sicht, macht Spaß. Ist ein bisschen mehr casualig als lustig. Was mich aber überhaupt nicht stört. Man kann ruhig mal ein bisschen Spaß haben beim Spielen. Und nicht nur salzen. Das ist okay. Nachdem ich erst Sekiro durchgespielt habe, war das jetzt sehr schön. Ja, keine Ahnung. Es ist eins meiner Favoriten der Souls-Likes. Ich hatte schon bei The Search sehr viel Spaß. Code Vein fand ich nochmal besser, muss ich sagen. Ja, und ich jetzt nicht Souls-Spieler, ich finde es, glaube ich, machbar. Ich dachte, ich habe jetzt einen eigenen Spielstand gemacht, wo ich selber ein bisschen rumhibbel. Ja, ich bin nicht der Spieler extrem dafür. Ich muss mich da wahrscheinlich ein bisschen umpolen. Nicht ganz so viel Panik machen, halt einfach ein bisschen reinkommen in das Spiel. Ihr fehlt halt die Routine, das merkt man. Sie ist einfach nur hibbelig am Rumrollen. Ich kann halt auch nicht mit Controller umgehen. Also für mich ist das echt schwer, schwer, schwer. Aber ich glaube, selbst jemand, der es nicht groß kann, so wie ich, der jetzt da neu reinkommt in die Geschichte, der dürfte da echt seinen Spaß mit haben. Man haut schon ganz schön rein, wenn man die richtigen Presets hat. Wenn es halt mit einer Hellebarde nicht geht, weil es zu wenig Schaden macht, dann macht man halt ein Zweihandschwert, Mann. Dann hast du ein bisschen mehr Schaden. Aber es funktioniert. Also, wenn man Probleme hat, switcht man und gut ist. Die Freiheit spielt dir das Spiel ja. Eben. Du kannst auch einfach ein Einhandschwert nehmen, wenn du Bock hast. Ja. Oder einfach ein auf Magier machen, soll auch gehen. Soll auch Pure Magic gehen. Du kannst ja auch dein Leben reduzieren und dafür Ingo kriegen. Hm. Das heißt, wenn du kein Ingo mehr hast, musst du nicht unbedingt Items usen, du zapfst dir selber ein bisschen HP ab und zauberst du fröhlich weiter. Ja, also wie gesagt, man kann da echt viel rumprobieren und selbst wenn man nicht so die Ahnung hat, kann man sich irgendein Bild bauen oder halt immer hin und her switchen, je nach Gebiet, was halt besser läuft.
Und das Spiel hat halt alles. Es hat die Dungeons, wo du noch ein bisschen reingehen kannst. Gut, für uns, wir hatten jetzt nur die Anfangs-Dungeons, die nicht der Rede wert waren. Danach haben wir alles verpasst und dann haben wir wieder welche gefunden, aber sie nicht mehr gemacht. Vielleicht kommen wir ja noch dazu. Ich weiß nicht, wie spät es ist. 11:30. Rein theoretisch hätten wir noch ein bisschen. Halbe Minute. Ja, halbe Minute haben wir noch. Wir haben erst eine halbe Stunde. Weil es ja auch die Frage, wie lange jetzt noch die Credits gehen. Das Video ist gut. Also, ich brauche den Code Vane Soundtrack. Ich würde mich da schon mal nach schlau machen, ob es den gibt. Inwiefern es den gibt. Also, ich würde sagen, Daumen hoch. Ich hätte davon gerne mehr. Viel mach mehr mit. Sogar. Da würde ich mich auch zum zweiten Teil überreden lassen. Ich habe zwar jetzt nicht wirklich viel gespielt, wenn man das so ein bisschen überlegt, aber tatsächlich hat mir das gereicht. Solange ich Story habe und einen schönen Charakter-Creator, bin ich glücklich. Dann ist Dark Souls nicht so für sie. Der Charakter-Creator ist scheiße. Ja. Die Charaktere sehen danach scheiße aus. Das stimmt. Und großartig Story. Also Dark Souls hat eine große Lore, ist klar, aber so tatsächliche, offensichtliche Story, ich meine, da relativ wenig geboten. Gute Musik. Gefällt dir. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Das ist eins meiner Lieblingsspiele, die ich im letzten Jahr angefangen habe. In diesem haben wir es jetzt beendet. Wir kommen im Jahre 2020. Wenn die Folge rauskommt, ist, glaube ich, Final Fantasy VII Remake da und ich lebe das wahrscheinlich schon. Daher werdet ihr mich nie wiedersehen. Aber war schön mit euch. Yay! Hades, Kultbesitzer Gregorius Silva, bietet hohe Angriffskraft, ja, die auf Stärke und Geschick basiert, ja, ideal für den Einsatz schwerer Ausrüstung, ja! Jetzt, wo das Spiel vorbei ist, kriegst du den Webplay. Speichern abgeschlossen, du kannst jetzt in den neuen Spieldaten spielen. Beim abgeschlossenen Spielstand kannst du noch einmal kurz vor Ende des Spiels einsteigen. Wähle dazu die Speicherdatei über die Option Laden auf dem Titelbildschirm. Untersuche nach dem Neueinstieg die Tür in der Basis und die Speicherdaten zu übernehmen und die Geschichte von vorn zu spielen. Was? Untersuche nach dem Neueinstieg die Tür in der Basis, um die Speicherdaten zu übernehmen. Untersuche nach dem Neueinstieg die Tür in der Basis. Ach, die eine Tür, ganz am Ende, wo die Speichermistel-Distel. Ach, die Tür. So, die haben ja gesagt, über Spielstand laden, ne? Ja, und sollst es wieder nochmal reinladen, glaube ich. Das ist ein Sternchen. So, oder? Gesamtzeit 29 Stunden, 34 Minuten und 38 Sekunden. How long to beat hat gesagt, 25 Stunden brauchst du etwa. Ja, wir haben ja ein bisschen manchmal stehen lassen, also vorbereitet und da lief das Spiel und alles ja schon. Aber es kommt schon hin. Yes, ein bisschen länger gebraucht. Yes. Ich glaube, du müsstest dann wieder ein bisschen lauter machen. Ja. I'll do my best to help out. Whee! Oder war ein Was ich ein ganz bisschen schade finde, wo ich nochmal ansetzen muss. Ich habe jetzt keinen Schimmer, was mit den anderen passiert ist. Und die fröhlich winken nach Hause gegangen? Ciao, wir gehen dann mal. Na, da hättest du ein bisschen wie bei Grandia sein können, nachdem man Grandia durchgespielt. Spoiler ich dann? Bisschen, aber ich weiß nicht mehr, was Grandia ist. Nachdem man Grandia durchgespielt hat, Achtung, Spoiler. Sieht man halt, genau, Achtung, Spoiler. Ich mach so, wenn ich den Finger wegnehme, dann spoiler ich nicht mehr. Nachdem man gerade ja durchgespielt hat, sieht man quasi so, was alle gemacht haben, nachdem dieses Spiel vorbei war. Das finde ich gut. Die haben entweder angefangen, woanders zu trainieren, haben eine Schule aufgemacht oder was weiß ich was. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Aber auch ziemlich lange Sequenzen nach einem Spiel. Macht nix. So, Tür. Hier hinten ist eine Tür. Ah ja, die jetzt leuchtet, jetzt auch. Okay. Aber wenn du da hingehst, dann schaust du komplett neu, ne? Dann ist der Spielstand. Ist das das jetzt, ja? Würde sagen, ja. Haben wir noch den Hades-Blutcode? Das interessiert mich. Das sieht ziemlich gut aus. Ja. Kommt Beweglichkeit langsam. Stärke A+. Angriff 331 weniger. Mit meiner Waffe, mit deiner 928 mehr. Aber es ist aus meiner Sicht. Aus deiner Sicht 222 weniger. Und meine 33 weniger. Also auf den ersten Blick nicht so der Burner. Muss ich natürlich gucken, was das Schönes hat. Und ich muss natürlich jetzt mal kurz eine Waffe aufwerten. Das ist klar soweit.
will diese Waffe benutzen. Ist die richtige? Ja. Überwolf, Königslinge, okay. Na dann. Ja, muss ich Königinstall kurz kaufen. I've got a whole new life. Wir haben, doch, wir haben. If you want it, I got 177.000 hat er uns gebracht. Königinstall, hol ich mal 10. Und das andere jetzt auch kaufen, habe ich das richtig gesehen? Und was war da noch daneben? Ich hab gesehen, was. What do you want to upgrade? So. Jetzt macht Papa glücklich. Show me. Mehr. 13 Punkte. Es macht mehr und es ist noch nicht gedingst. Warte mal, wo ist Giacomo? What's up? Ich bin so ein bisschen interessiert, was der Rest macht, hätte mich jetzt schon. Also, das hätte ich noch ganz schön gefunden. Wir haben nichts mehr, ne? Warte, ich muss mal kurz was für Giacomo besorgen gehen. So nach dem Motto, oh, wir bleiben immer bei dir, wir ziehen das zusammen durch und schwupp weg, Wahnsinn. Das ist, naja, gut. Warte mal, und das ist mir jetzt gar nicht so großartig aufgefallen. Bei mir schon. Das hätte mich schon interessiert. Und ich war Steam nicht offline, aber das ist okay. Ja. Guck da nicht hin. Was auch noch ein bisschen schade war, dass unser Charakter nur am Ende des Spiels mal gesprochen hat. Ja, das auf jeden Fall. Das haben wir schon von Minute 1 bemängelt. Es ist so schade, wenn man nur still daneben steht, ab und zu mal nickt, aber nichts beizutragen hat. Division-Modus, ne? Ja. Division 2 ist das auch ganz, ganz furchtbar. Warum sucht man sich eine Stimme aus? Ja gut, sie müssten das alles, was weiß ich, wie viele Stimmen es gab, 8-10 Mal oder so, 8-10 Mal einsprechen. Aber mein Gott, ist der Rest auch. Das zieht. Fenster ist zugeknallt. Ich bin sofort wieder da. Oh, richtige gedrückt. Tja, leider werde ich Giacomo nur auf 10 kriegen und nicht auf, nur auf 9 kriegen und nicht auf 10. Das heißt, ich kann die Waffe nicht verändern. Zumindest gerade noch nicht. Schade. Schade, schade. Ich komme nur auf 9 Punkte bei Giacomo und nicht auf 10. Das ist sehr traurig. What's up? Oder wir haben noch welche. Das kann natürlich sein. Wenn wir noch einen Punkt bei ihm haben. Nein, wir haben 0. Warum haben wir denn 0? Ach Quatsch, es gibt immer 5. Da war ich. Ich hatte irgendwie 3 gerechnet. Hey, Eats. Geh mal her, ja. Den Spaß gönne ich mir jetzt natürlich noch. Mach daraus nochmal ein bisschen stärkere Waffe. Ein bisschen schwerere Waffe auch, aber auch eine bessere. So. Ist die Frage, machen wir noch einen Dungeon oder machen wir Schluss? Jetzt 3/4 Stunde, vielleicht ein bisschen wenig. Wenn wir nicht auf 2 Stunden kommen, ist das heute so? Aber theoretisch kannst du. Es ist heute auch nicht schlecht, muss man sagen, wenn wir nicht auf 2 Stunden kommen. Ja, wir müssen ein bisschen was tun. Zeit ist etwas knapp geworden. Honest, this is all we've got for available routes. So, die ersten 3 hast du gemacht? Die anderen 3 haben wir noch nicht, dann schauen wir mal. Nullbezirke, glaube ich, relativ schlecht. Versuchen wir irgendwas Schweres zu wählen. Leicht hat das Spiel nochmal ein bisschen Schwierigkeit zu bieten. So ungewohnt, wie es auf den Fernseher gucken muss. Der ist da ganz oben. Da. Da. Wo ist die Kamera? Da. Und auf die Kamera zeigst du es aber nicht oben. Na, ich höre über die Kamera so. Da ist der Fernseher. Weil der Rest gerade nicht installiert ist. Hier ist die Tür. Ich muss die Mistel noch ansprechen. Ja, ich muss auch. Was sind die Mistel? Warte. Hab die Mistel nicht gesehen. Ist natürlich auch blöd, dass ich jetzt alles ausgegeben habe zum Leveln. Anstatt, dass ich mir das mal angucke hier. Weiter eine kreuzförmige Blutklinge auf das Ziel ab. Oh, die haben wir ein paar Mal ins Gesicht bekommen. Er zeigt ein riesiges Schwert, das wie eine Guillotine auf den Gegner niederfällt. Die haben wir ein paar Mal ins Gesicht bekommen? Talentfähigkeit, Kraft von Waffen und Entzugsangriffen, wenn LP unter bestimmten Wert. Was für dich, hä? Nein, sie hat das super. Aber das ist wahrscheinlich dann wieder so ein One-Shot-Bild, weil sie erstmal freiwillig mit niedrigen HP rumläuft, um mehr Schaden zu machen. Das kann schon sein, das ist nicht so ganz meine Spielweise. Ich habe immer unfreiwillig genug wenig HP.
Something's near us. Ja, hier ein bisschen lauter machen. Oh. Oder? Oh, ich schlag gar nicht zu. Ich dachte gerade, ich war im schweren Angriff. Du stehst da nur und guckst. Ich bin so froh, wieder meinen Peaks-Angriff zu haben. Den habe ich so vermisst. So ein Peaks-Angriff? Königin-Wolfram. Ja, wir sind jetzt nicht knapp dran am Königin-Wolfram, muss man sagen. Oh, noch was zu lernen. Achso, ich habe übrigens auch was gelernt gehabt auf Video. Gestern. Also das hier. Wiedergänger durch. Wirft ein Messer das Ico-Gewehr, wenn es einen Widersacher trifft. Okay. Mhm. Inventar. So. Ingo. Flammensalbe. Schwarzes Bajonett. Langsam. Mhm. Eine Sache, die ich mir gerne mal angucken würde. Bajonett? Grundsätzlich. Bajonett. Jetzt, die anderen, die Partner, die rasieren immer komplett mit den Dingern und ich habe einen Scheiß gemacht. Das war mir das ist wahrscheinlich auch ziemlich viel Skills. Ja. Das ist wahrscheinlich einfach das Problem. Ich habe nicht viel Skills genutzt. Nicht genug. Ja, du bist ja schon genug damit beschäftigt, überhaupt zu spielen. Wollte ich tun eigentlich. Ein möglichst bescheidener Start. Ich habe auf diese Spellings noch nicht raus. Wann greife ich lieber an und wann heile ich mich lieber? Aber das wird man ja alles in meinen Phasen. Muss mal gucken, wie gesagt, ich habe es mir selber auch installiert. Also meistens ist es so, wenn man sich heilen möchte, ist es der schlechteste Zeitpunkt, sich zu heilen. Alter, ich schaff's gerade überhaupt nicht auszuweichen. Das habe ich oft genug erlebt. Aber weil ich ja dann immer ziemlich schnell in Panikmodus verfalle. Oh Gott, ich bin gleich tot. Allgemeine Schwäche von mir, auch in anderen Spielen. Im falschen Moment. Ja, zu hibbeln ist nicht gut in diesen Spielen. Nein. Und das Healen dauert so lange! Ja, ich werde drauf gehen. Mann, nicht. Na toll. Und das Vieh einfach zu Io. Okay, das war viel knapper, als es sein sollte. Du wolltest einen schweren Dungeon, da hast du ihn. Wenn die Schwierigkeit daraus entsteht, dass ich Kacke spiele, finde ich das nicht mehr so gut. Ach so. Also wenn ich Kacke spiele, muss der Dungeon leichter sein, das ist wichtig. Dolch. Wenn Silver sich alle Relikte geholt hat, muss mal, ich bin noch am Denken. Denke noch ein bisschen nebenbei. Mach das. Hat er sich ja quasi auch die von Karin und von, wie hieß sie? Große? Aurora geholt. Und Karin hat ja mit ihrer Fähigkeit die Blutbäume aufrechterhalten. Ist das dann auch? Ja, das ist die Frage. Ist das auch an uns hängen geblieben, weil wir ja quasi nachdem Silver alles sich gekrallt hat, scheinbar machen wir uns jetzt alles gekrallt haben? Komplett sind wir jetzt komplett quasi, ja, wo immer, die Königin? Nein. Oh, schön. Zwei. Der Kanonier. Ah, der Kanonier. Nicht du. Und du hast deine Freundin nicht dabei, du Knecht. Weil er kann alleine gar nix. Wir nehmen jetzt sämtliche Aufgaben und an uns liegt es auch, die Vampire quasi am Leben zu halten. Ein tatsächlicher Bossfight. Verrückt. Das ist nur einer von denen. Ja, aber er ist halt. Hey. Ein Standbildchen. Er ist halt trotzdem ein Boss. Ja, ja. Das waren die anderen auch. Naja, aber das war. Na gut. Erstens dann war es wahrscheinlich schon bossig.
Sehr gut. Easy Pupisi. So. Ja, Kurt Wayne wird mir ein bisschen fehlen. Aber ich werde es privat auf jeden Fall nochmal spielen. Ich will unbedingt Magier spielen. Sehr gut. Das Lustige ist, eigentlich muss man ja gar nicht von vorne anfangen. Es reicht ein New Game Plus. Und, du kannst dein Aussehen, aber Gender kann man nicht verändern, ne? Doch. Auch? Doch, ich glaube schon. Also ich könnte mir daraus einfach einen komplett anderen Charakter machen. Aber ich glaube, Gender... Meinst du wirklich? Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mal drauf geachtet habe, aber... Gott, ist da so viel Plätze. Ja, man kann viele speichern, aber die Frage ist... Du hast den kompletten... Also ich, jetzt grad, ich denke gerade bildlich. Du hast den kompletten Baum links mit allen Änderungsmöglichkeiten. Also ich würde schon sagen, du kannst alles ändern. Und Geschlecht also wählst du ja ganz, ganz am Anfang, nicht in der Charakterauswahl. Ja, okay. Aber du kannst dir eine Frau machen, die so männlich aussieht, dass sie das geht, ja. Männlich ist. Wir haben schon gesehen, dass da haben Leute was ziemlich Cooles hingekriegt. Zum Beispiel von Nier Automata. Die Tante. Und Tifa von Final Fantasy und Anime-Charaktere und nachgebaut. Rose, genau. Die Leute können das ziemlich gut, muss man ja, einfach sagen. Interessant. Also das, was wir so gesehen haben, haben wir uns mal ein bisschen durchgeklickt. Durch die Steam... Ich kenne halt viele Animes nicht, daher sagen mir viele nichts. Ein paar sahen ziemlich cool aus, aber ich habe keine Ahnung, wer es ist. Was haben da einige Leute schon echt Zeit drin verbracht, vielleicht der Editor. Ja. Die waren ja damals relativ schnell. Auch meinen anderen Charakter habe ich mal nicht schnell erstellt. Weil mir einfach... War echt schwierig. Also ich habe damals durch diese Grundmöglichkeiten. Aber da hat man geklickt. Auch einfach viele gute Möglichkeiten, richtig. Einen Charakter zu machen. Die sahen einfach alle schon gut aus. Ich wollte da gar nicht groß was ändern. Die sahen einfach alle schick aus. Something below us. Ich überlege, was machst du denn jetzt? Das sieht eigentlich schon so gut aus. Und der sieht gut aus. Und der sieht gut aus. Aber es ist cool, wie viel unterschiedliche Sachen man da machen kann. Der sieht nicht ein Charakter aus wie der andere. Das ist wirklich wieder individuell. Das ist eigentlich individuell wie möglich. Jetzt kommt bestimmt noch der andere Boss, die Tante. Das kann sein. Wer ist dann der Hauptboss, der... Beide. Ne. Nee, Silver war. Mido war in dem Abschnitt der Hauptboss. Oh je. Darfst du Mido nochmal schön machen? Oh, schön. Oh je. Dann kommst du da auch nochmal dran. Nee. Nee. Ist ja schon. Ja. Stimmt. Das ist jetzt quasi nochmal eine Nachspiegelung von den Bossen, die in der Area mitgewirkt haben. Na? Und sie sehen ein bisschen kurz, anders ne? aus. Aber alles schwarz-weiß. Ich muss mich erstmal buffen, so viel Zeit muss sein. Du hältst nicht so viel aus ohne deinen Buddy. Ich wäre an deiner Stelle nicht so frech, junge Dame. Oh. Ich darf frech sein. Ah. Weiß nicht, wo sie hin will. Zu alt für solche Spieler. Ja. Ich mich danach immer heile, obwohl man eh voll gemacht wird. So, ist den noch, verloren. Die Ecke muss ich jetzt natürlich nochmal, wo ich noch nicht war. Kommt auch schon der Boss von dem Dungeon. Guck ich wieder hoch, aber die Kamera ist da. Da! Aber da ist Bild. Dann ist ja schon wieder unser gemeinsames Let's Play zu Ende. Ja. Gehen wir scheinbar immer, wenn du Urlaub hast, was durch. Ja, da bin ich nicht so oft Urlaub im Jahr. Aber wir wissen jetzt so etwa, dass mein Urlaub genehmigt ist. Das heißt, wir werden auf der Gamescom sein. Hey, vielleicht. Wenn alles klappt. Wenn alles klappt. Gehen wir das mal an. Oh, oh schön. Du bist noch mal. Hat mich denn jetzt umgenutzt? Ich komme überhaupt nicht, dass wir irgendwas zu tun.
konnte gar nichts machen gerade. War nur am Dauerzittern von Schlägen, die ich gefressen habe. Achso. Ah, ich komme euch jetzt mal entgegen. Wer schießt denn hier immer? Du? Easy, nochmal ein Zeichen der Ehre. Sehr gut. Würde ich auch gerne mal ein bisschen ausprobieren im Multiplayer. Kauf dir mal das Spiel, dann spielen wir zusammen nochmal. Oh je, meine. Jeder seinen eigenen Charakter. Kann ich ja wiederbeleben dann. Ich kann durch die Gegend rollen. Yay! So, Begleiter, tu doch was! Es hat funktioniert! Ja. Es hat mich am Leben gehalten. Manchmal. Das kann halt auch funktionieren, dass deine Begleiter dir so ein bisschen die Arbeit abnehmen. Ich meine, jetzt gegen Ende hat man gemerkt, die machen nicht mehr so viel. Ja. Also, die machen schon Schaden, aber die Solo und jetzt Bosse nicht easy peasy weg. We can rest here. Ich würde gerne ein bisschen Erwerbi-Werbi machen. So, haben wir nochmal rein erworben. Das hier stört mich halt echt. Wir haben irgendwo... Ich hab nochmal geguckt, noch aber es gibt nirgendwo Speer über Rest 1. Es gibt A, B, C, D, Y und alle, die es gibt, haben wir. Ich hab keine Ahnung, ich check's nicht. Das ist klar, irgendwo in den Dungeons wahrscheinlich. Haben wir... Oh, hier haben wir nochmal ein paar Fähigkeiten hier. Großartig leveln brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, Bajonettmeister. Na? Okay, interessieren würde es mich grundsätzlich, weil ich das eigentlich eine coole Kampfweise finde. Aber es wir hat... Machen wir können dann nochmal, wenn wir nicht ganz so spät dran sind, mit nach deinem Dungeon nochmal gucken, ob wir noch ein bisschen Story haben. Aber noch so ein, zwei... Ach, haben wir doch noch. Damit wollten wir noch anfangen. Ja, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Wenn man so aufs Kämpfen versessen. Hast du. Ich kann mal die noch schnell mitnehmen. Nur noch ein bisschen Story zeigen. So, bei den anderen fehlt jetzt quasi alles. Oh. Naja, dann lerne ich da auch nochmal rein. Wollen die nachher machen? Nein. Okay. Bin ich gerade schon dabei. Bin ich gerade schon voll im Flow. Denn rein theoretisch muss man die alle meistern. So ja tun. Nein. Shall we try opening it? Ein bisschen Angst. Ah, Milo. Ach, beide nochmal. Oh je. Okay. So. Ja, beide nochmal. Okay. Ja. Dass man diesmal keine Säulen hat, um sich dahinter zu verstecken. Ach, da wären schöne Erinnerungen, wach. Ich weiß nicht, ob wir diesen Dungeon heute schon abschließen müssen. Ich würde sagen, nein. Wir wollten jetzt so schnell einen Dungeon machen, wir wollen jetzt aber nicht irgendwie eine Stunde hier drin rumlaufen. Ich weiß nicht, immer noch nicht. Mach ja gerade aber auch keinen Schaden mehr. Als sie alleine war, habe ich hier voll viel Schaden gemacht. Jetzt gerade so überhaupt nicht. Der Best Buddy Schaden. Och, Leute. Oh. Hast du ja den richtigen Dungeon ausgesucht? Ja. Habe ich eine gute Wahl getroffen, sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Da gehe ich down. Muss ich aufpassen, dass Io nicht down geht. Natürlich gehen jetzt beide auf Io. Ja, klar. Ja. Haben wir schon mal besiegt. Nur der
hätte schon mal was hier. Ich hab kein Heal mehr. Einer so. Ach, ist das schön. Io heilt mich nicht. Doch. Ist Io gleich wieder down. Boah, mich nervt, dass sie so rumzappelt, ey. Und sie trifft auch die ganze Zeit, während man selber total verfehlt, obwohl mein Schwert dreimal so groß ist wie ihr. Ich hab nichts mehr zu healen. Ach so. Schöner Dungeon. Willst du es nochmal versuchen? Nein, nicht unbedingt. Dann machen wir jetzt nochmal Story. Ja, ich krieg nochmal einen kleinen Story-Part. Da, ist halt, da sind die AOEs einfach das, was das Nervige ist. Er hat halt automatisch auf beide und das ist auch zielsuchend. Das ist scheißegal, wo man hinläuft. Das verfolgt einen die ganze Zeit. Tja, und wenn ich dann halt zu Io laufe, dann laufe ich halt genau rein. Ungünstig. Um Io zu helfen. Ah, den haben sie nervig gemacht, den Boss. Er ist ziemlich cool, aber ziemlich nervig. Die Bosse an sich, sie kriegen selber gar nichts geschissen, aber diese AOE-Effekte, die auf der ganzen Map herumirren. Vielleicht, wenn du zwei davon hast. Die eine macht die ganze Zeit nur und der andere hat seine Auto-Zielsuchraketen auf Dummigkeit. Oh. Oh, schön, noch mehr Dungeons. Um eine Prüfung. Das ist jetzt, wo man wohl Etage für Etage nochmal Bosse legen kann. Oh toll. Wie viel? Das ist genau 12 Uhr. Ja, nee, dann machen wir jetzt noch Story. Ich würde gerne ganz kurz reingucken. Die Story wird wahrscheinlich gerne eine halbe Stunde sein. Es gibt mehrere. Um eine Prüfung 3. Jetzt zeig mir mal kurz, was es ist. Ich will das gar nicht schaffen, weil ich will einfach nur sehen, was es ist. Ihr doch bestimmt auch, oder? Ich hab's voll geschielt. Ich dachte so, ich guck jetzt zu euch so. Ah, du kannst dich jetzt immer einen droppen lassen. Let's make it another good day. Wann bist du? Ach, das sind doch diese Rollgegner, oder? Ja. Mal wieder. Aufhalten! Nein, du darfst sie nicht fusionieren lassen! Ich seh nix. Da geh ich down. Man darf den nur nicht sich verwandeln lassen, dann ist er easy. Jetzt bin ich tot. Das lief gut! Den Turm habe ich schon mal gerockt. Easy. Muss mal kurz gucken, ob ich ihn wegbursten kann. Ja. Nur mal kurz. Nur mal ganz kurz. Auf Tropfen kann man nicht, ne? Das wäre ein bisschen. Obey. Das wäre. Er gleich super motiviert. Zeichen der Ehre kann man ja farmen, cool. Zeichen, den muss man eigentlich nur bursten. Sobald er sich verwandelt, ist er unbesiegbar quasi. So, wer ist diesmal? Ich mag ja solche Türme mit Herausforderungen total. Gar keine. Wow. Ach, schön. Mehr davon. Schön, zwei von denen. Das ist toll. Ja, die Lobop-Version, aber viele Lobop-Versionen. Ich heil mal kurz, Leute, ne? Ne? Okay, Entschuldigung. Au. Am Ende kommt bestimmt als Endgegner quasi von dieser Phase hier. Kommt nochmal der Starke von letzter Ebene. Also, wenn wir genau das ich nicht mehr machen werde, weil ich das gut mache. Wenn ich aber tot habe, bin ich echt glücklich. Oh.
wollen ja auch noch letzte Herausforderung. Insen geprügelt werden. Spikey. Es ist nochmal so ein großer. Was schön. Ja, da kommst du gerade nicht hoch, da steht da etwas. Vielleicht wird dir geklaut, das reicht. Mir. Hä? Hier, hopp. Ja, du kannst nicht. Hey, du Meister. Geil. Ein Problem. Man darf zwischendurch nicht heilen. Also man wird... Oh. Jetzt kommt, glaube ich, ein Boss-Boss. Ja. Miau, 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 miau. Le Schmetterling. Oh, der Schmetterling nochmal. Ach, schön. Dies scheint aber eine, ja, eine gepimpte Version des Schmetterlings. Glaube ich, die Dungeon-Boss-Version. Erst gleich. Hallo, ich hänge. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ne, ich, Ach, das ist so nervig, ey, mit der blöden Maus. Tschüss. Oh. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Story. Brauchen wir auch Stufenausstieg, damit ich hier nicht wieder anfange rumzuleveln. Dann kriegst du nämlich Föhn, die Mary. Hier, Story. Dann machen wir noch mal Story zum Abschluss und dann genau, ist. Genau, wir nehmen noch mit, was wir noch haben und alles andere müsst ihr selber suchen. Genau. So einfach ist es. Jetzt, wo sie es sagt, mich hat auch interessiert. Anderen machen. Was macht Giacomo? Sie werden wahrscheinlich ihr Leben normal hier gemeinschaftsmäßig weiterführen. Was anderes können sie ja nicht tun. Blutperlen sammeln, wahrscheinlich noch ein bisschen Leute aufsammeln. Ordnung schaffen. Ein bisschen Friendship ausbauen. Ich muss doch sagen, jeder Charakter hat was in dem Spiel. Ja. What is it? Ja. Wir haben ja nur zwei, weil irgendwie fehlt uns hier was. Ja, C und D. Haben wir A nicht. Können wir noch uns angucken. Hier fehlt C. Haben wir auch nicht. Und Krieger haben wir gar nichts. Also es wird nicht lang dauern. Wir gucken uns noch schnell die beiden hier an. Hephaistos haben wir noch gar nicht gesehen. Die haben wir erst ziemlich zum Schluss bekommen. Morisame, so you're the one that aced the exams. Did you have previous training? Well, a bit of gymnastics. Gymnastics? Wait, you're Morisame the gymnast? Well, I guess that does explain it. We're assigning you to Team 2 for the time being, but war isn't a sport. Keep that in mind. Sir! Von Morisame interessiert mich tatsächlich. Da haben wir mir noch gar nichts zugehört. Sie hat nur gesagt, sie hat ihre eigenen Gründe, warum sie nicht mit uns kämpft. Aber wir kennen die Gründe nicht. Da werden wir sie auch hier nicht ganz erfahren, weil uns einiges fehlt. You've set yet another record for lost kill, Morisame. I hear some of the others have even started calling you Yasha. I do what I can. Well, we all hope you keep it up. Sie war eine professionelle Turnerin und hat ziemlich rasiert, wie es aussieht. Aber sehr stark und sehr gut. Good news, you're being promoted. We want you in charge of our scouts. Are you sure? Absolutely. They're a hand-picked group of elite veterans. They won't listen to anyone they don't respect. Even they have to acknowledge your skills. Just make sure you maintain their trust. Wenn ich dann was schiefgelaufen, alle Speer sind draufgegangen und sie gibt sich die Schuld. Wahrscheinlich. Seitdem wollte sie nie wieder schuld sein, dass jemand stirbt. Murasame ist Erinnerung. Schade, dass wir Code Vein durch haben. Ich will ein neues Code Vein. Code Vein 2, bitte, bitte. Ich war komplett absorbiert mit following my orders. Und diese orders told me to fight. It was the only way I knew for escaping the despair I saw around me each day. But now? Well, I'm not even good enough to fight.
It's possible that there's something I can learn from my old memories. Weiß, vielleicht bekommt man sie als Kampfgefährtin, wenn man alles bei ihr lernt. A part of me doesn't want to remember what I was like back then. The thought scares me. At the same time, though, I feel like it's important for me to remember. Back then, I didn't worry much about getting turned into ash. To be honest, I might have been a bit self-destructive. Anyway, regardless of whether it's earned or not, Yaksha is a heck of a thing for someone to call a sweet young woman. Sehr gut, das habe ich gerade gedacht. Ich mir auch. Not entirely sure, but my understanding is that it's some sort of fighting devil. Did they have to be so rude? Weil, wenn sie ihre Masken aufhaben, sieht man nicht, dass sie Bauchrednern. Stimmt. What is it? So, einer mal noch. Dann werden wir nicht ihre ganze Geschichte herausfinden. Es scheint nur bis 10 zu gehen. Genau, nein. Nein, wir wollen das nicht sehen. Ist nicht. Wobei. Greetings. My name is Rin Murasame, and I will be your new captain. It's a pleasure to meet all of you. No kidding. So you're the maniac they call Yaksha. How old are you anyway? 16. You're still just a kid. Is this a practical joke? Du wurde gemobbt. Das Kind hat nicht ernst genommen. Kurz besser war als alle verletzter Stolz, Mann. Hey, you! Who said you could sit down? We're not on break here. You don't need to yell. If the training is too much for you, you'll be useless to us in the field. Don't forget that. Whoa, watch out! We got a fire-breathing captain here. Mal schauen. Wer werden wir nicht erfahren? Sie wurde nicht ernst genommen. Ja, mit 16. Sie war klein, sie war 16 und sie war Schnuckiputzi. Mädchen auf jeden Fall. Das kommt noch dazu. Mit einer Quietschestimme. Du sitzt da jetzt nicht rum! Nicht rumabhaten! I had been tasked with leading the elite and maintaining their trust. Force was the only way I knew to earn their respect. Oh oh. Der war umgebracht. Nein. Yeah, I guess so. Anyway, if you happen to track down any more of my memories, could you let me know? If it's not too much trouble for you, I mean. I would really appreciate your help. Tja, mehr haben wir leider nicht gefunden. Nee. Das werden wir nicht erfahren. Nicht in diesem Let's Play. What mehr haben wir nicht. Doch. Doch. Ah, wir dürfen jetzt. Dass wir das gesehen haben, können wir jetzt. Dann dürfen wir doch. Hey! Mehr Story. Erinnerungs. Dingsen. Welche News? Lost down! Captain, bagged another one. We're running into more of them now. The Queen's gotta be close. Oh, wo sind sie auf der Suche? Herkommen. Suche nach der Königin. Captain, we found the Queen. Good. We need to contact HQ right away. Captain, I really don't think we have time for that. What do you mean? The Lost have us completely surrounded. Uh-oh. Hey, retreat! Move it! Retreat to where, Captain? The Lost are all around us! 6 o'clock! No good! More Lost at 6! Your orders, Captain. Ja. Tja, da gab es keine Orders mehr, weil es keinen Ausweg gab.
aussichtslose Situation. Sie wusste nicht was. Sie hätte wahrscheinlich den Kampfgeist komplett genommen, nachdem sie scheinbar nur mit knapper Mühe da rausgekommen ist. Blackout. Der Rest wahrscheinlich nicht. Ich hatte gestern eine Kundin, die hatte Blackout bei ihrer Karte und hat den PIN dreimal falsch eingegeben. Oh. Oh, das ist mir auch jetzt schon einmal passiert. Ist die Karte gesperrt. I remember now. All of our escape routes were cut off by the Lost, and we were losing more troops by the minute. Seeing them fall made me freeze. I couldn't lead. Each scream sent a new bolt of fear through me, until it turned into panic. By the time I eventually came to my senses, I was all alone. I couldn't see any sign of either my squad or the Lost. I think I must have run away from the battle in my panic and left everyone in my squad behind to their fates. Yeah, it was too much. I'm afraid if things get too hot, I'll take off and abandon my comrades again. It feels better to know why I feel the way I do. Das war aber schon eine scheiß Aktion. Tja. Plus, I don't have to worry about ditching everyone on the battlefield again, which is something of a relief. Frage, ob sie es wirklich gemacht hat, den Blackout hatte. Naja, nichtsdestotrotz sind viele gestorben wegen ihr. Ha. Jetzt können wir uns Krieger angucken. Let's go. Okay. Dann noch ein. Ungezähmte Ausweichsklinge lernen wir dadurch. Katzentransport. Du hast mich so weit zur Seite gedrängt. Entschuldigung. Hey, hey, what'd you do to the captain? I knocked her out. Just look at her. Huh. She looks so innocent. We can call her Yaksha or whatever the hell we want, but she's a 16-year-old girl, and it's too early for her to die. Wait, what are you... Listen up, everyone. I'm assuming field command of this operation as of right now, and we are getting the captain out of here. Understood? Well, I guess that's an order. All right, are you ready, squad? Okay, sie wurde respektiert. We'll all create a diversion together, and then break through their defensive line. Are you ready? Sir! No. Oh, das wird ihr für sich helfen, dass sie nicht weggelaufen ist. Ja. This should be far enough. The captain is gonna be okay. Don't give him any ground! Fight to the last! Take as many as you can! God! She's gonna be real mad when she finally wakes up. But it doesn't matter if you're our commander, or as fierce as a demon on the battlefield. No matter how strong you are, or how strict, we still think of you as a daughter. No. So be good. Nicht wahr. Nein, alles gut. Aber lieb von den Soldaten. Auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, was sie jetzt dazu sagt. Oh ja. Fragt sie gar nichts, pass auf. Wir. Alles angeguckt, nur deswegen. What? What was that? Trying to protect me? What the hell did they think they were doing? Were they trying to prove something? I was constantly berating them, telling them they were weak and useless. Why would they want to protect someone like that? Was die Richtung? No. I was their commander, and they treated me like a little kid. All this stupid sentimental. If I saw any of you today, I'd hug you till you turn blue. No.
Ich jetzt erst Camel Toe auf Doom. Naja, enge Hose. Guck dann hier die 16. I'm not sure I'll ever fight on the front lines again, but at least I won't be hiding away like I did before. Oh. I have to do my best for you and Louis and all the others who did their best for me. I have to honor their sacrifices and their memories. Na. Wäre jetzt ein Plot-Twist jetzt, Kameraden. Das wäre ein richtiger Plot-Twist. Das hätte gesagt, sie weiß nicht, ob sie jemals wieder... ...der Art und Weise. So, den kamen wir mal leider wirklich nicht. Nicola fehlt uns ein bisschen und Davis haben wir nicht alles. Stimmt, er hat seine Verlobte gesucht. Wäre natürlich interessant gewesen zu wissen, was mit seiner Verlobten jetzt passiert ist. Oder mit seinen Kameraden. Aber haben wir ihn nicht unten in den... Ja, da müssen wir mehr Dungeons machen. Für Davis müssen wir mehr Dungeons machen. Und hier haben wir scheinbar im Schneegebiet, da haben wir ja nicht alles, genau. Das Schneegebiet haben wir nicht auf 100%. Im anderen Gebiet haben wir auch noch nicht alles. Und darum haben Fit uns da scheinbar einer. You are going now? Take care. Aber das... Ey. Seh das, hör auf. Aber damit würde ich sagen, knapp anderthalb Stunden, ein bisschen kürzer. Aber wir haben auch ein paar Mal ziemlich überzogen. Nicht hier bei dem Chaos. Hi, Spikey. Spikey, sag mal tschüss. Was meinst du? Sag mal tschüss. Schön. Oh. Wir haben eine Decke. Hey, eine Decke. Hey, hallo. Ja, dann gebe ich dir für den Abschluss. Ins Mikrofon reden. So, machen wir nochmal einen Dungeon? Nee, Spaß, wir machen jetzt hier. Mystel? Ist gespeichert. Und damit endet das Let's Play. Wuhu! Wir haben es geschafft. Im nächsten Urlaub das nächste Spiel, vielleicht Far Cry 5, mal gucken. Okay. Haben wir auch noch vor haben uns. Haben wir auch noch, stimmt. Tja, dann gebe ich dir mal die Abschlussworte. Hat Spaß gemacht, gerne wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Gerne einen Kommentar da lassen und beim nächsten Mal wieder dabei sein. Liken, favorisieren, teilen. Glocke drücken. Genau.